Ja, die Saison 2021-22 ist zu Ende und ein ganz großer verlässt den Eishockeysport. Unsere Nummer 4, Phil Lacoste, hat seine Schuhe an den Nagel gehängt. Wir haben das Wiener Urgestein in sein Lieblingslokal eingeladen und seine Karriere Revue passieren lassen. 19 Saisonen in Gelb-Schwarz, bei beiden Meistertiteln auf dem Eis, 898 Ligaspiele für die Caps und mit 1890 Strafminuten absolute Ligaspitze. Phil Lacoste gehörte seit den Playoffs 2003 mit Ausnahme der Saison 2008-2009, die er in Innsbruck verbrachte, zum Inventar der Spuso Vienna Capitals. Das vierte Spiel der Halbfinalserie gegen Salzburg war für den 41-Jährigen nun sein letztes. Natürlich habe ich manchmal darüber nachgedacht, beim Spielen eigentlich überhaupt nicht, weil da haben wir andere Sachen im Kopf. Aber ab und zu habe ich halt schon nachgedacht, wie es so sein wird, das letzte Spiel und wann und ob wir jetzt gewinnen werden am Ende oder nicht. Aber es hat am Ende leider nicht gereicht, aber war trotzdem eine coole Saison. Haben nicht so stark angefangen, haben es dann immer gesteigert, was natürlich dann am Ende schön war und wir haben, finde ich, sehr gut gespielt. Doch Corona hätte diesen fast vermasselt, denn Lacoste saß beim legendären Spiel 7 im Viertelfinale gegen den KC, wie viele andere Teamkollegen, in Quarantäne. Ja, das habe ich mir fix gedacht, weil ich bin zu Hause auf der Couch gesessen und habe das Spiel angeschaut und habe mir gedacht, nein, so kann es einfach nicht aus sein, weil das wäre einfach komisch gewesen, wenn man dann das letzte Spiel nicht spielt, nur wenn man an und für sich krank zu Hause sitzt. War nicht mal krank, aber natürlich habe ich Corona gehabt und ja, na, also ich bin gehüpft zu Hause, wie wir das Spiel gewonnen haben und ja, war zu Hause ein unglaubliches Feeling, dass ich dann gewusst habe, dass ich doch noch weiterspielen kann. Lacoste durfte zweimal über den Meistertitel jubeln, kurz nach Beginn seiner Profikarriere in der Saison 2004-2005. 12 Jahre später führte er als Leader die Caps erneut zum Pokal, sowohl 2005 als auch 2017 hieß der Finalgegner KAC. Ist lustig, weil ich so in der Kabine fühlt man sich nie wirklich alt. Das ist so wie, ich weiß nicht, das ist eine Gruppe und fühle ich mich noch immer jung, wenn ich in der Kabine bin, fühle ich mich noch immer wie 20. Natürlich vielleicht nicht körpermäßig, aber mental auf jeden Fall. Man macht noch immer die blöden Späße mit den Leuten und na, es ist einfach ein super Feeling in der Kabine. Aber der Unterschied zwischen vor und jetzt, ich glaube, man schätzt alles viel mehr. Mit 2004, 2005 habe ich gleich fast am Anfang von meiner Profikarriere habe ich gleich einen Meistertitel gewonnen. Und vielleicht glaubt man, dann hat man das Gefühl, dann, dass das öfters oder leichter passiert vielleicht. Dann der nächste Meistertitel hat dann schon eine Weile gedauert. Also jetzt im Alter natürlich, jetzt ein am Ende wäre natürlich noch super gewesen, aber jetzt weiß ich ja, wie schwer das eigentlich ist, sowas zu gewinnen. Die Entscheidung, die Eislaufschuhe an den Nagel zu hängen, ist für keinen Spieler leicht. Oft dominiert die Ungewissheit nach der Profikarriere. Ein Job hinter der Bande war für Lacoste nie wirklich ein Thema, obwohl vor 3 Jahren schnupperte er neben Christian Dollezahl bei einem Spiel der U18 Silver Capitals als Assistant sogar kurzfristig Coaching-Luft. Offiziell ist die Zukunft von Lacoste noch nicht. Die Gerüchteküche brodelt allerdings und Phil hat auch einen konkreten Plan. Ich habe immer gesagt, ich mag kein Trainer werden und ich glaube, liegt mir vielleicht nicht so, dadurch, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der jetzt so viel reden will oder möchte. Und Office-Job, glaube ich, ist auch nichts für mich. Also glaube ich zumindest, ich weiß es nicht, aber kann mir halt vorstellen, ich bin halt eher mehr der Typ, der halt, ich repariere gern Sachen, ich bin gern handwerklich, mache gern was. Und so habe ich mal überlegt, dass ich dann halt wahrscheinlich Eismeister werde. Also ich meine, viele Leute schauen mich komisch an und ich glaube, die glauben, dass ich sie verarsche. Nein, ich glaube, das ist eher ein Job für mich. Also ich glaube, dass mir das für mich gut passt und so wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren und schauen und hoffe, dass ich das Eis komplett kaputt mache. Die Steffel Arena bleibt somit sein zweites Wohnzimmer. Vermissen wird Lacoste sicherlich den täglichen Gang in die Kabine, die Gespräche mit den Teamkollegen, die Feiern nach einem großen Sieg und die Späße, die in den letzten 2 Jahrzehnten auf der Tagesordnung standen. Ein wirklich witziger und lustiger, den jeder kennt, ist natürlich der Raffi.
der ist immer sehr laut, der ist immer gut drauf, also mit dem kann man immer gut lachen. Das sind halt immer so kleine Späße, so wie, keine Ahnung, jemand seine Unterhose einfrieren und die ist nachher brettelhart oder solche Sachen, die Socken einfrieren, dass sie nicht anziehen können. Solche Kleinigkeiten halt. Ja, somit kommen wir zum Ende dieser Saison und auch zum Ende einer ganz besonderen Karriere. Liebe Caps-Fans, wir bedanken uns für eure Unterstützung die ganze Saison über. Ihr wart stets der siebte Mann am Eis. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, genießt die Sonne und ich freue mich, wenn wir uns im August wiedersehen.